Ja. Muss man auch nichts verteidigen. Müssen noch keine zur Prüfung. So einfach ist es. Bitte sehr. Aber du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Kommt sofort. Und? Na los. Kanone verwenden. Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen. Es klappt! Die im Dorf werden sich auch wundern. Nichts explodiert. Das wird nicht funktionieren. Na, was für ein Anblick. Zwei Kinder spielen belagern. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Tecote. Noch kannst du Hikaru Folge leisten. Das ist deine letzte Chance, du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort und nimm diesen Krüppel mit. Getan! Keine Mauer zum Verstecken mehr da, Tecote! Jetzt musst du zu Hikaru! Niemals! Niemals! Wir bauen sie wieder auf! Und zwar sofort! Ihr seid nicht sicher! Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone! Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen! Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein! Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei, hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsclans in der Arena. Ich dachte gerade, die schubst jetzt einen runter. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben, als Schachfiguren für Tecotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gera, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Gerade haben alle noch geschrien, jetzt flüstert er so. Mach ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hikaru. Wir sehen uns zu Kulrut. Gut. Wo ist dein linker Arm? Den hat er in der coolen Intro-Sequenz verloren. Vielleicht auch ein Wunder. Vielleicht sollte ich dort oben nachsehen, ob es allen gut geht. Diese Kaplanen suchen, Gera. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich aufbreche. Okay. Ich habe gerade gedacht, so, I'm good. Ah, warte, ich bin gut. Ich darf zurück. Okay, I'm good. Aber danke, Aloy. Ich glaube, denen geht's schon gut. Sonst hätte ich ein paar Schreie gehört oder so. Sie gehört zu uns. Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Sehr schön. So, darf ich jetzt rein oder muss ich erstmal den Kulrut sehen? Wahrscheinlich müssen wir erst den Kulrut angucken. Ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und an Äther. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena. Hinter dem Thron. Okay.
Darf ich auch in der Arena kämpfen? Darf ich auch ein Marschall werden? Marschaller? Hier geht es wohl zur Arena. Ein weiterer Teil der Ruinen. Zu einem Kampfring umgebaut. Oh. Jo, richtig fette Arena hier auf einmal. Soll Regala doch ruhig kommen. Wir schlagen sie. Ich hoffe, du hast recht, Marschall. Nice. Hallo. Aloy. Du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrut bevor. Einige nehmen teil. Andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Bin so ready. Ja, die Kulrut weiß ich, was es ist. Die Arena weiß ich auch, was es ist. Wo willst du sein? Das können wir fragen. Ich weiß, wo ich sein werde. Was ist mit euch beiden? Ich werde natürlich hier, beim Häuptling sein. Wenn uns der Kampf erreicht, werden wir unsere Gefallenen rächen. Wenn es soweit kommt. Die Verteidigung hält schon. Okay, fangen wir an. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. In der Truhe ist Rüstung. Nimm sie. Sie könnte nützlich sein. Möge deine Klinge strahlen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Aber mindestens legendär. Wow, blau. Den Nacktmarschallen. Gut, mögest du geschützt sein. Ja, mal angucken. Was haben wir denn für ein schönes Outfit? Sieht aus wie so ein Raptor, der gerade in mein Gesicht beißt. Lustig. Mit anderen Farben ist er vielleicht sogar ganz cool. Okay. Ja, wir müssen noch die Tulrut verteidigen. Wir helfen Marschall Kotalo, den Häuptling zu schützen. Er lässt Beine. Ich muss schaffen, auf dem zu balancieren. Wir werden die Kulrut durchführen. Okay, hier geht's nicht lang. Ich soll einfach auf die zu der Arena. Deine eigene Kulrut, nicht wahr? Damals waren die Dinge einfacher. Hier lang. Ich glaube, der Wüstenclan wird triumphieren. Es braucht mehr als nur. Füllen wir mal unsere Vorräte auf. So, jetzt können wir Sachen wieder craften. Lass die Klingen sprechen. Das ist eine Zeremonie. Die Wüstenwettkämpfer wird kein Tiefländer wird sich dieses Recht verdienen. Der Titel Marschall muss mit Mut verdient werden. Können und Mut. Haben wir alle hergelockt. Da ist der Kote. Da ist der Deutschland-Clan. Seht, jo, hallo. Streiterin des Häuptlings, welche Ehre. Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. Okay.
So, von da kommt jetzt der Angriff. Okay, Hikaros Verteidiger sollten am Ende dieses Grabens sein. Aber wir müssen es schaffen. Doch, schau. Wir sind bei diesem Kampf nicht alleine. Hilfe. Wie so ein kleiner Jumpscare. Warum soll ich da oben mit jemandem reden? Hier und dann darüber und dann da drauf. Ah, das ist eine Leiter. Oh, da oben ist sogar ein Geschütz. Oh, das wird richtig geballert. Die Ballermission. Die Maschinen müssen weg. Denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kulrut von unten. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regala hat ihre Tricks. Aber wir haben dafür dich. Tenakt! Die Kulrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer! Lass die Beute los. Kämpfer, tretet vor! Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn, greift aus der Luft an, so wie sie, und holt euch den Ruhm! Cool. Ein kleiner Kinofilm zum Gucken, wie sie gegen Tiere fighten. Ja, doofe Sache, ich wollte noch ins Menü gehen, bevor die Cutscene spielt, aber die ist im Leiternklettern angefangen. Ich habe ja noch hier Sockel, die ich reinmachen kann. Habe ich hier so einen Sockel, dass schwere Waffen mehr Schaden machen? Aber nur Verteidigung, oder? Ja. Ah, Konzentration, Regeneration 2. Dann ballern wir das doch in die jetzige Rüstung. Oder hat die andere Rüstung was für schwere Waffen? Nee, ne? Nee, für schwere Waffen haben wir noch gar keinen Rüstungsperk. Schade. Aber es gab es bei Maschinenmeisterin oder so, ne? Besseres Reparieren. Ach, egal. Let's baller. So. Verteidig die Kulrut! Kann ich sowas wie den Schweif abtrennen? Nee, geht aber kaputt. Kann ich den On-Off-Schalter bei dir treffen? Ja. Soll ich auf Schwachstellen schießen oder halte ich einfach drauf? Kriegt auf dem Rücken mehr Schaden, der Tiger.
Okay, erstmal den Hund. So. Ist noch eine Waffe? Ja, mein Leben halt nicht mal so schnell, wie der mit mir das Leben wegballert. Okay. Aber auf die gehen, die schießen können. Jetzt haben wir den. Coole Mission. Der hat eine Schwachstelle hinterm Kopf. Ja. Wir haben sie am Bauch, die Schwachstelle. Baller Action! Hallo? Ja, ja. Ein Gräbeli! Da würde ich bestimmt da hinten in den Motor reinballern. Dass die ganze Maschine ohne Reiter klarkommt, wundert mich. Auch noch ein Reiter, der gelenkt. Wir alle da auf einen am Boden einpudeln. Eine kurze Frage. Kann ich da. Oh, scheiße, ich wollte runtergehen und looten. Das sind doch nicht alle. Da. Elefant, Elefant. Was ist das? Nee. Schlange. Ich weiß nicht. Haltet die Stellung! Los! Eloy, nein, der Loot hinter dir. Eloy, dreh um. Das ist keine Schlange. Häuptling! Erlebt. Ist aber nicht gucken. Jo, der wird aber nicht mehr weggeätzt. Los, schnell zur Waffe! Ich locke das Ding zu mir, dann schießt du! Hey! Genau, hier drüben, du Riesenwurm! Wir müssen das Ding vernichten und Regala einholen. Hoffentlich feuern die Tenacht ein paar Schüsse aus der Balliste. Big Sneak. Big Sneak hat, genau, Schuppis. Malma unterm Hals und hier ein Metallbissbeutel. Okay, das sind die Schwachstellen. Und die hat keine Panzerung. Aua. Das tat weh. Weißt du, was auch wehtun wird? Voll aufgeladener Schuss damit. Oh mein Gott, wie? Pfeile craften.
bin halt so gelöschwassert von der. Hey, Witz, wieder 7 Jahre. Runter mit dem Pfeil. Danke. Wie weicht man immer aus? Ich rolle immer und mach die aber nicht rein. Ihr seht genauso wenig wie ich. Okay, das heißt, sie beißt. Der Schmerz lässt nach. Ah, das Gift von ihr kann ich gegen sie nutzen. Echt, dass das explodiert? Durchhalten, Streiterin! Wir laden nach! Schlange. Voll egal. Munition. Das ist cool. Fokussiere das Ziel. Das war nicht. Doch. Hab's unterbrochen. Hat der das Gift auf den Rücken gewechselt? Warum kann die das? Ich hab mich schon gewundert, warum ist auf einmal blau ist, der Teil. Ja, brauche ich die Kabelbinder und sowas, um am Rücken ranzukommen. In einem Frame, wo sie mich nicht angreift, ist mir ein bisschen zu gefährlich. Oh nice, hat sie. Stimmt, kann man die dann abschießen oder fällt sie ab oder sowas? Okay, hab's. Wow. Endlich. Ich hasse die Dinger. Regalas sind Daikaro und Kotalo her. Ich muss zu ihnen. Da kommen sie. Ich muss erstmal. Ich hab hier Räder abgeschossen. Die müssten hier irgendwo noch in der Arena liegen. Glaube ich. Oder sind die auch weg, weil die geskriptet gestorben ist? Bisschen Heilung würde ich eigentlich auch nicht nein sagen. Selber schuld, wenn sie die ganze Arena voller Loot legen, dass ich dann erstmal loote. Ist hier nichts mehr. Können wir keine Schlangenmaterialien. Stimmt, weil die fürs Endgame sind. Wir wollen den Schlangenboss einfach zeigen, weil er cool ist. Aber so. Scheiße, wir dürfen den Leuten das Zeug nicht geben. Egal. Eine Schlange ist ja schnell gekillt. Schnell gejagt. Streiterin, geht zum Häuptling! Ich helfe aber so ein bisschen. Ich wollte schon wieder parieren drücken. Falsches Spiel. Okay. Hilf dem Häuptling, let's go. Komm ich so zum Thronsaal? Ja. Bin da. Ja.
Gadgetet. Verdammt. Ich hab nicht entkommen. Die darf jetzt einfach wegrabbeln? Ja. Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Und wer dann zu Hekaru hält, wird vernichtet. Stillgestanden. Gut gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los! Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Bei unserem ersten Treffen erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt. Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh. Und erfüll deinen Auftrag. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern wie an die der Zehn. Nice. Hier ist es. Eta ist unten. Hallo Eta. Was war das hier? Hat Eta auch eine Ability für mich? Nö, Eta nehme ich aber mit. Da. Die Konsole. So, das hier. Hier richtig den Tempel drum gebaut. Coole Sache. So. An wem ist das? Ja, es muss ja von den Vorherigen sein. Was zur Hölle? Fummelt nie wieder in dem Cluster rum, ohne mir auch was davon zu sagen. Wir hatten überall Spannungsprobleme, auch um 20.31 Uhr im Hauptgebäude, genau als Direktorin Kadori nach Hause gehen wollte. Das Gold Mountain Holo leuchtete im Dunkeln plötzlich auf wie ein Weihnachtsbaum. Man hat sie fast zu Tode erschreckt. Sie war da echt angepisst, Mann. Was zur Hölle soll das? Willst du uns alle? Datei beschädigt. Okay. Und so irgendwas? Nö, wir haben hier nur Fackeln angebracht. Okay. Eta, komm nach Hause. Na los, Eta. Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hab das Spiel, by the way, geschrieben. Ja. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Eta-Unterfunktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Wow, Eta war ja lame, hat nicht mal eine Ability gegeben. Was war der nächste Gegner aus Zero Dawn für dich? Ich glaube, dieser fliegende Adler da. Keine Ahnung, wie der heißt. Die Visionen im Hain haben sich verändert. Die Worte der Zehen leuchten uns jetzt ein. Hier, das muss die Vision sein, die Häuptling Hekaru vor Jahren sah. Alle Visionen sind verändert. Und diese hier kam gerade. Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese erschien gerade. Steckst du dahinter?
Veränderte Visionen. Die hier hat Häuptling Hekaro inspiriert. Noch mehr Zeugnisse der Alten? Hört nun die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday, die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen, vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Die Zukunft, durch die Linse der letzten Zeit betrachtet, macht uns Angst. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. Aloy zu cool zu mitmachen. Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ich begleite dich. Aber Hekaro braucht dich. Dank dir hat er neue Marschälle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Widme ihr das, was ich noch geben kann. Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? Baal, da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Wegs. Gut. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg. Yo, Companion unlocked. Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir? Das wird interessant. Gut, ich muss Aeta zurück zu Gaia bringen. Durch Aetas Entnahme haben sich die anderen Hologramme verändert. Das könnte ich mir anschauen. Sehen Sie die JTF-10 bei einer Geheimoperation tief im Regenwald. Guten Tag. Ich kann jetzt jedes Wort hören. Wie es gewesen sein muss. Können wir die also richtig anhören, die Kriegspropaganda? Ich habe die Kaplanin neulich gefragt. Ja, wir müssen das mal an. Da war so ein komischer Cyborg dabei. Ehre und ob im Feld oder in der Freizeit, der Einsatzverband 10 war eine Einheit. Angeführt von Oberst Edward de la Hoya waren ihre Körper und Waffen stets kampfbereit. Essen, Tinte, Schmerz, diese Wagemutigen des Himmels teilten alles. Hast du mal kurz Zeit? Ich wollte das hören. Warum labert hier alle? Das war ein ganz schöner Sturm. Nicht schlecht, da gibt's eine Waffe, mit der ich liebäugle. Aber wir fehlen noch ein paar. Gibt es einen Grund für die Turneinlage? So. Möge Ehre dich führen. Cool. Dann haben wir uns den Gedenkenhain. Und den Sprung zu der Arena freigeschaltet. In der Arena gibt es bestimmt später auch wieder eine Questreihe. Aber ich würde sagen, gehen wir erstmal zur Basis.
Jetzt 10.000 Nebenquests? Ich könnte bestimmt jetzt 4 Tage lang Nebenquests machen oder so, wenn ich die angehen würde. Nee, wir speichern einfach mal. Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Auf 100% werde ich Spiel nicht spielen, aber ich werde mir die Platin-Trophäe holen. Irgendwann. Aber nicht jetzt sofort, weil... Elden Ringo. Und Destiny. So. Jetzt haben wir Gaia, Minerva, Dithema und Eta. Haben schon echt viele. Die Alten bemalten ihre Gesichter also mit etwas namens Make-up, wie die Kaja. Wieso? Keine Ahnung. Es hat ihnen vermutlich etwas bedeutet. So wie meinem Volk und den Tenakt. Ich finde halt, mein Gesicht passt zu mir, wie es ist. Das tut es. Ja, jetzt erstmal noch einholen und dann können wir Hephaistos sammeln. Poseidon müssen wir jetzt als nächstes holen. Und dann müssen wir irgendwie noch von den Space-Menschen die anderen zurückholen. Gut, dass du wieder da bist. Wie ich sehe, hast du auch Äther. Hier bitte. Einmal Äther zu mitnehmen. Viel Spaß bei der Arbeit, Kuckenwitsch. Aloy, kannst du mal runterkommen? Beta hat etwas, das du hören musst. Okay, ich komme. Aloy, es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Kurz mal gucken. Ist die Quest auf der Karte jetzt wieder weg für Poseidon? Ah, sneaky. Sneaky, sneaky. Also, wir haben jetzt den zweiten Kern geholt und dadurch, dass wir den zweiten Kern geholt haben, kriegen wir auch direkt wieder eine zweite Hauptmission hinterhergeworfen. Also nach jedem Kern kommt noch eine extra Hauptmission, die man machen muss. Und es war irgendwas mit Meer. Mehr klingt gut, mehr klingt nach Tauchen. Vielleicht kriegen wir dann doch das Schwimm-Upgrade. Heute will ich auch noch Poseidon machen, ja. Und einer hat gefragt, wann ich mit allen reden werde. Hey Gaia, ich wieder. Willkommen zurück, Aloy. Wie geht es Kotalo? Ich habe erkannt, dass der Verlust seines Arms ihn noch immer schmerzt. In dem Versuch, dies zu lindern, habe ich eine mögliche Lösung mit ihm diskutiert. Ich glaube, er wird dich über die Details informieren wollen. Eine Lösung? Oh, der kriegt einen Roboarm. Dann gehe ich später zu ihm, wenn ich kann. Es sind gerade einige Leute hier und sie lernen. Alles über dich, die alte Welt. Fast wie das, was passieren sollte, bevor Apollo gelöscht wurde. Ja. Der Verlust der Apollo-Datenbank war zwar katastrophal, aber es kann noch viel aus den Daten, die du entdeckt hast, gewonnen werden. Zum Beispiel hat Val die letzten Aufzeichnungen jener durchgesehen, die während der Pharaoh-Plage ihr Leben verloren haben. Von ihren Hoffnungen und Ängsten zu hören, erfüllte ihn mit Trauer. Sollte ich mir um irgendwas Sorgen machen? Ich denke nicht. Ich habe beschlossen, nicht einzuschreiten, damit er alles ganz allein verarbeiten kann. Ich weiß, dass die Cameron ist, aber die ist ja eh mal rechts. So, und was über die alte Welt? Dieser Ort. Also diese Anlage, die regionale Schaltstelle. Sie sollte das Terraforming-System überwachen? Für die lokale Region? Ja. Hätten die Menschen ihre Ausbildung von der Apollo-Datenbank erhalten, wären sie hierher geleitet worden, um die Operationen fortzusetzen. Da das niemals geschah, blieb dieser Ort ungenutzt. Bis Minerva sich hier niederließ. Also diente dieser Raum wohl der Beobachtung der Außenbedingungen? Ja. Von hier aus beobachteten die Betreiber der Anlage Wetter- und Maschinenaktivität in Echtzeit. War sicher ein toller Anblick.
Es könnte noch möglich sein, einige zu sehen, wenn du die Kameras findest und an die Konsole dieses Raums anschließt. Ich werde danach schauen. Was meinst du, Megam? Die Untertitel sind immer die ganze Zeit vollständig. Ich lese die doch mit. Das Hades-Testlabor, wo ich den Gaia-Kern fand, war es mal eine Pharaoh-Forschungsanlage? Ja. Vor der Inbesitznahme durch Zero Dawn diente die Anlage der Entwicklung und Testung hochmoderner Computerviren. Es war anscheinend eine von vielen Forschungsinitiativen von Pharaoh Automated Solutions. Automatisierte Tötungsmaschinen reichten wohl nicht. Ted Pharaoh hat sie, glaube ich, gesagt. Vor einiger Zeit, vor der Schlacht bei Meridian, ging ich ins Banuk-Gebiet. Ich entdeckte dort noch eine KI, ohne Verbindung zu Zero Dawn. Das war's, DLC, ne? Cyan. Sie sollte Operationen für ein Vulkanstabilisierungsprojekt kontrollieren und verbrachte die letzten 1000 Jahre in Isolation. Ich schätze, du wusstest nichts davon? Nein. Den Daten auf deinem Fokus zufolge war Cyan offenbar von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Versuch ihrer Schöpfer, sie vor der Pharaoh-Plage zu schützen. Könnte sie uns jetzt vielleicht helfen? Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, ohne jeden Erfolg. Angesichts ihrer Erfahrung mit der Annahme von Netzwerkanfragen von außerhalb, ist sie wohl nicht gewillt, dies erneut zu tun. Klar, denn beim letzten Mal hatte Festus sie versklavt. Tja, echt schade. Ich glaube, ihr zwei hättet eine Menge zu bereden. Der Prozessor Aether wurde auf einem Teil eines alten Kriegsmuseums installiert. In Gedanken an etwas, das Heißzonenkrise genannt wurde. Weißt du irgendetwas darüber? Mein Wissen über historische Ereignisse ging leider mit der Apollo-Datenbank verloren. Die Klimadaten weisen auf einen Peak bei den regionalen Temperaturen in den 2030ern hin. Derartige Bedingungen führen zu extremer Trockenheit, einer Zunahme an Staubstürmen und dem Verlust bewohnbarer Landmasse. Aber mitten in einer Wüste baut man doch kein Museum. Also schätze ich, es wurde irgendwann besser. Ja. Den Daten zufolge normalisierten sich die Temperaturen in der Rückforderungsära der 2040er wieder. Ich habe gerade ein Stück Kuchen bekommen. Bitte sehen. Dialog ist ja noch besser. Warte, ich klicke irgendwas an. Erzähl mir was. Und ich esse Kuchen. Auf dem Bollwerk war ein antiker Panzer begraben. Unter einem Haufen Felsbrocken. Wie ist er dorthin gekommen? Während der Pharaoh-Plage griff das US-Militär wieder auf menschliche Soldaten zurück, da Maschinen unzuverlässig waren. Möglicherweise war das Fahrzeug Teil einer präautomatisierten Kriegsflotte. Sie kämpften in dem Tal gegen die Pharaoh-Maschinen, bis der Berg gesprengt wurde und sie alle begrub. Also war die Anlage, in der ich Demeter entdeckte, vorher eine Agrarforschungsanlage von Pharaoh. Dort wurde das Biomasse-Umwandlungssystem entwickelt. Aber auch die Diamantranken. Wusste Elizabeth, dass sie daran arbeiteten? Wahrscheinlich wurde sie über andere Versuche, den Maschinenschwarm zu bekämpfen, gebrieft. Obwohl ihr Fokus nur Zero Dawn galt. Das macht Sinn. Aber die Ranken funktionieren tatsächlich. Hätten sie rechtzeitig gegen die Pharaoh-Plage einsetzen können? Mit den Daten über das Projekt habe ich mehrere Simulationen durchgeführt und daraus ermittelt, dass es nie funktioniert hätte. In allen Szenarien hätten die Pharaoh-Kriegsmaschinen die Ranken gehackt und deaktiviert, bevor sie den Schwarm hätten eindämmen können. Dann war Zero Dawn wirklich die einzige Lösung. In der Treibhausanlage gab es eine Menge Daten über Landwirtschaft. Helfen Sie den Quen, ihre Heimat in Ordnung zu bringen? Ich starte eine Anfrage. Fertig. Die Daten enthalten Informationen über neue Pflanzenbaumethoden, die dem Stamm auf lange Sicht helfen könnten. Aber neue Pflanzen werden die Welt nicht retten. Dann hängt es wohl an uns.
So ist es. In der Anlage, wo wir Beta fanden, gab es Aufzeichnungen darüber, dass Farzineth die Embryogenese erforscht hat. Ich weiß, dass sie ihre Ektogenese-Kammern an Zero Dawn verkauft haben. Aber wieso haben sie überhaupt daran geforscht? Derzeit können wir nur mutmaßen. Vielleicht planten sie irgendwann die Odyssee als Kolonieschiff und brauchten eine derartige Technologie. Wie ihre Ziele änderten sich mit der Zeit auch ihre Forschungsgebiete. Sie wurden angesichts des steigenden Risikos auf der Erde selbstsüchtiger. Insane, der Dialog hat auch... Die Option hat nicht unendlich viele Anklickmöglichkeiten. Achso, wir können über Elisabeth und Zero Dawn noch reden, okay. Gaia? Wie war Elisabeth so? Ihre Präsenz ist durchwoben von meinen Erinnerungen. In dem Moment, als ich online ging, war sie da. Wir haben uns kennengelernt, begrüßt und unsere Arbeit begonnen. Das war die erste Konversation von vielen. Ich mochte ihre Gesellschaft. Ich mochte ihre Geschichten. Sie war meine Schöpferin. Mein Kompass. Deine Freundin. Ja. Als ich die Daten auf deinem Fokus durchsah, betrübte mich ihr Schicksal. Ich bin froh, dass sie es heimgeschafft hat. Ich wünschte nur, sie hätte nicht allein sein müssen. Es war für sie in Ordnung. Sie hat alles gegeben. Nur sie konnte das. Danke, Gaia. Es war ein Apfelkuchen. Und er war lecker. Also, Projekt Zero Dawn. Ich lese durch. Die größten Geister der Welt arbeiten am Bau des Terraforming-Systems, während die Ferroplage den Planeten verschlangen. Wie sah das aus? Das Personal arbeitet in Schichten rund um die Uhr. Rohstoff und Technologie aus der ganzen Welt wurden beschafft. Ein Monat nach Konzeption des Projekts wurde ich gestartet und begann dann meine Ausbildung. Elisabeth ermutigte mich, mit dem Zero-Dawn Personal zu verbringen. Sie sagte, es sei wichtig, viele Persönlichkeiten und Perspektiven kennenzulernen, um meine emotionale Entwicklung zu fördern. Wie waren sie denn? Verängstigt, hoffnungsvoll, entschlossen. Sie raste auf technische... Errungenschaften zu, die alles bisherige in Schatten stellen sollte. Verdanke alles ihrer Entschlossenheit. Fertig. Ich gehe dann mal los. Ich wünsche dir eine Sicht. Kein Ausrufezeichen mehr. Ja. Wir haben einen Dialog fertig. Tür öffnen. Ja, noch eine Sprechblase. Ja, noch eine Sprechblase. Und irgendwo sind scheinbar noch mehr Sprechblasen. Die Tür ist jetzt offen. Was gibt's hier? Haufen Ausrüstung. Gaia? Wozu war das gut? Dieser Raum diente zur Verwaltung der riesigen Saatgutbanken der Anlage. Von hier hat das Schaltstellenpersonal neue Fruchtfolgen auf den Farmlanden überwacht, die jetzt als Reinklang bekannt sind. Verstehe. Aktivieren? Laut dieser Konsole lagern immer noch tausende von Pflanzenproben tief unter der Anlage. Ich könnte Gaia dazu befragen, wenn wir das nächste Mal reden. Gaia! Einer im Chat gerade hat nun geschrieben, Moment, ich hab noch was. Aber sie hat halt, Moment, wirklich noch was. Ja, eine neue Sprechblase! Ich bin zurück, Gaia. Hallo, Abe. Dieser Ort. In einem der offenen Räume fand ich Daten. Es soll unter der Anlage noch funktionierende Saatgutbanken geben. Nur wieso? Meine Vorgängerin hatte die Aufgabe, die Biosphäre mit primären und sekundären Pflanzenspezies wiederherzustellen. Wäre alles nach Plan gelaufen, wären die Menschen irgendwann in der Lage gewesen, tertiäre Spezies einzuführen, darunter neue Pflanzen. Haben wir Zugriff darauf? Leider müssen wir noch warten. Ich brauche die Kontrolle über die Maschinen, um die konservierten Samen zu erhalten und verteilen zu können. Und dafür brauchen wir Hephaestus. Darum kümmern wir uns später. Cooler neuer Raum. Ich muss los. Wir sehen uns. Hat mir ja viel gebracht, der neue Raum.
Nein, ich rede nicht über Dialoge nochmal. War einmal lustig und fertig. Ich wünsche, es gibt aber im Spiel so eine Rap-God-Funktion, die man aktivieren könnte, dass sie blablabla blablabla aber alles ganz schnell runterrattern. Aber eigentlich von dem Symbol über der Tür ist es nicht von Aether freigeschaltet. Da haben sie auch ein Lager aufgeschlagen, verstehe. Ach, der ist in den Gamer-Raum gezogen. Für die Kriegskarte. Ja, ergibt Sinn, dass der hier chillt. Ja, mit dem kann ich auch reden, genau. Die Nacktausrüstung. Kutalo hat sein Zeug hier abgestellt. Jo. Der will echt seine Ruhe, der Junge. Hängt da sogar extra nochmal so ein Tuch vor, dass da niemand gucken kann. Hallo, was mit den Duschen? Wer hat die hier zugemüllt? Die verstehen aber nicht, wie die Welt funktioniert. Hallo, Gregor. Der neue Loot? Ja. Cool. Kann man gegen ihn Schach spielen? Oh no. Ich will kein Space-Schach gegen irgendwen spielen. Ich will nur die Treppe nochmal runtergehen. Sobald ich sie finde. Nein. 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 Ja. Ich glaube, die Tür hatte vorhin keinen Strom, aber... Die ist neu. Sie scheint kaputt zu sein. Sieht wie eine Art Wartungsraum aus. Ja, ist ein bisschen Loot. Vielleicht haben wir ja noch einen geheimen Raum. Aether hat keine Fähigkeit gegeben. Wohin das wohl führt? Aether war gemein. Aether hat nicht gegönnt. Energiezellen? Ja, gut, dass ich eine mitgenommen habe. Hat geklappt. Aloy, hier sind gerade Lichter angegangen. Warst du das? Oh. Ja, ich schätze schon. Habe ich Licht oben wieder angemacht? Ja, die Ringlampen hier sind angegangen, oder? Glaube ich. Das war Aethers Aufgabe? Ja, Luft. Gute Luft. Könnte ich theoretisch eine Batterie... Ja, ich könnte theoretisch hier so eine Batterie holen und aus der Tür rausgehen. Da, eine liegt auch noch da. Irgendwo brauchen wir noch eine Batterie. Ist das nicht derselbe Schacht? Das liegt doch schon ein Gitter davor. Ist derselbe Schacht. Der Schacht ist nur respawned. Welche Schulnote würdest du dem Spiel geben? Eine 200. Ich lasse die lieber hier unten. Okay, dann lass mich umdrehen, Aloy. Aloy, ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. Der fragt mal nicht. Meine Batterie, nein! Beta, was tust du? Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Es war die erste Aufzeichnung, die Aloy als Kind gefunden hat, oder? Ich glaube, wo sie den Fokus zum ersten Mal gefunden hat.
Weißt du, ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen Kleinen. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Peter? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitoraufseher bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface. Und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hörte es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Farzenith und Zero Dawn. Sie kannte Elisabeth Zurbeck, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Wer ist diese Beta? Ich habe den ersten Tag leider verpasst. Beta ist ein genetischer Klon von Elisabeth Zurbeck, der 800 Billionen Jahre von der Erde entfernt gezüchtet auf einem Raumschiff wurde, um hier auf dem Planeten auf die Daten Zugriff zu haben. Ist doch einfach. Was kannst du uns noch über Tilda sagen? Sie redete gerne über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je über ihr Leben auf der Erde oder wie sie zu den Zeniths kam? Etwas in der Art? Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, auf der Erde war sie eine gute Programmiererin. Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Also quasi Plan B, als falls Aloy versagt hätte. Nein, die wurde von Space-Menschen gezüchtet, die Erde zerstören wollen, um die Erde für sich aufzubauen. Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elisabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay? Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen. Das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay. Dann lassen wir es dabei. Ja, richtig, Shorty. Aber die hat sehr viel Wissen angelernt bekommen. Ich versuch's, war. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte, aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt, doch er hat dich aufgezogen, trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das.
Aber ich habe gerade keine Zeit, daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Aber so lange warte ich nicht. Darf ich meine Energiezelle jetzt rumtragen? Ja. Hallo. Brauche ich hier eine Energiezelle? Damit ducken geht nicht, ne? Nee. Der Raum ist zu, der ist versperrt. War diese Tür immer versperrt? Peter wollte diesen Raum als persönlichen Bereich nutzen. Ich habe ihn auf ihren Wunsch gesperrt. Okay. Okay. Ja. Hallo, Beta. Hey, ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Mir geht's gut. Wir haben doch gerade geredet. Und zu vorhin... Vergiss es. War noch irgendwas? Mach mir dir doch die zwei Ausrufezeichen. Komm, wir nehmen mit, wir nehmen mit, wir nehmen mit. Warst du überhaupt schon jemals da oben? Nicht wirklich. Baal kommt manchmal runter zum Reden. Er fragt immer, ob es mir gut geht. Ich dachte, er wollte sich nach meiner Produktivität erkundigen. Aber er scheint wirklich mit mir reden zu wollen. Ja, das denke ich auch. Hast du mit sonst jemand in der Basis geredet? Ich spreche mit Gaia. Sie erkundigt sich, wie es mir geht und befragt mich zu verschiedenen Themen. Hätte ich von einer KI nicht erwartet. Das ist alles Elizabeths Verdienst. Sie glaubte, Gaia müsste sich kümmern. Nicht bloß ihren Programmbefehlen folgen. Ich weiß. Unabhängige emotionale Prozesse ermöglichten der früheren Gaia-Version schließlich, dich zu erschaffen. Ja. Ich denke schon. Und, hast du deine Fachkenntnisse nutzen können? Ich denke schon. Gaia hat viele Daten über Hephaestus zur Untersuchung übertragen. Und, hast du was erfahren? Er hat anscheinend seinen Code modifiziert und seine Größe und Komplexität immer mehr erhöht. Es gibt noch viel zu analysieren. Okay, gut. Dann bleib dran. Cool. Das reicht erstmal. Gut. Kann ich meine Energiezelle wieder haben? Dankeschön. Ich lass die lieber hier unten. Achso, ja. Ich lass die lieber hier unten. Ja, danke. Mir meinte, die muss im selben Raum, aber hier kann ich keine einsetzen, weil das war die, die ich eingesetzt habe. Das ist also nicht true. Ich lass die lieber hier unten. Ich lass die lieber hier unten. Also muss... Ja, wahrscheinlich später. Aber wenn ich mal eine Energiezelle später brauche, erinnere ich mich dran. So einfach ist es, wenn... Ich glaube einfach dann in dem Raum hier. Da brauche ich die dann. Nicht auf. Gaia, stimmt, sobald wir Poseidon haben. Nicht wiederherstellen. Weil die Tür würde wahrscheinlich aufgehen, sobald man Poseidon hat. Und Poseidon sollte man ja eigentlich als erstes machen vom Level. Nee, Hephaestus haben wir noch nicht gefunden, wo wir erst Poseidon holen müssen. Weißt du, auf irgendeinem Level will ich halt hören, was die zu erzählen haben. Andererseits ist es halt irgendwie schon auch anstrengend, eine Stunde in der Basis zu stehen. Im Stream zumindest. Privat ist nochmal was anderes. Privat würde ich denen easy allen zuhören. Und freut mich, dass euch all die Emotes gefallen. Aloy, ist alles in Ordnung? Du hast viel Zeit mit Val im Keller verbracht. Ich schätze, es ist alles okay. Also dann, was kann ich für dich tun? Woran arbeitest du mit deinem Fokus? Ich weiß,
immer noch nicht, wie man hier drauf etwas liest. Die beiden Turteltauben da drüben gehen mir zur Hand. Ehrlich gesagt kriege ich von den ganzen Symbolen Kopfschmerzen. Aber ich hol schon alles nach. Versprochen. Und? Hast du viele Daten durchgesehen? Ja, sie sind interessant. So voller Wörter. Ich dachte, ich könnte da versuchen, mehr Bilder drin zu finden. Da hatte ich nicht viel Glück, aber immerhin habe ich viel gelernt über Holofilme. Bilder, die zusammen eine Geschichte erzählen. Und es sieht alles ganz real aus. Ja, die Osserer mögen Shows. Für diese Holos würden sie jede Menge Scherben bezahlen. Anscheinend kriegst du den Dreh mit den Daten raus. Ja, sie sind hilfreich, wenn ich sie irgendwie verstehen kann. Daran merkt man, dass wir richtig viele Dialoge schon nicht gehört haben, weil er ja schon zum dritten Mal über dasselbe reden. So, oh, mittlerweile kannst du es ja besser und so. Nee, eigentlich noch nicht. Ich habe gelernt, dass die Alten sich auch gerne mal einen Schluck genehmigt haben. Aber sie lassen sich von Maschinen bedienen. In Bars. Sie haben ihnen sogar erlaubt, sie rauszuwerfen, bevor sie zu viel trinken würden. Dabei ist das der halbe Spaß. Mir darf so schnell kein Roboter ein Glas servieren. Hast du mit Beta gesprochen? Sie ist erst aufgewacht, als wir sie hergebracht haben. Und dann... Ja, ich hielt es für besser, dass Joe und Val sich um sie kümmern. Es hat keinen Sinn, jemanden zu belagern, wenn es ihm nicht gut geht. Ich traf auf meiner Suche nach Aether einen neuen Freund. Ja, ich habe ihn gesehen. Kotalo ist ein mürrischer Kerl. Du weißt, dass Tenakt laut Kaja-Legenden Menschenblut trinken. Du solltest nicht alles glauben, was du hörst. Ja. Also, er ist ein richtiger Boomer, der Typ. Das auch. Wie läuft es hier denn so? Sag du's mir. Vals neue Freundin wollte mich vorhin umbringen. Was hast du getan? Ich habe einen Witz gemacht. Darüber, wie sie, naja, viel Gras essen. Wer kann denn... Der ist halt wirklich so ein Boomer. Jetzt macht er auch noch Veganer-Witze. Meine Fresse. Mit nichts als Blättern im Magen schon richtig kämpfen. So wie es aussieht, die Utaru. Ja, Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell ist. Lass dich einfach nicht verletzen. Sie lästert als nächstes über seine Ehefrau. Ist das das Brettspiel, das ich immer überall sehe? Du meinst Streit? Ja, versuche nur etwas zu üben. Das hilft mich abzulenken. Ja, es ist ein Tenakt-Spiel. Vielleicht spiele ich mal gegen Kotalo. Was, wenn er mich umbringt, wenn ich gewinne? Das glaube ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Rassistisch wird er jetzt auch noch. Let's go! Hab viel von seinem Stamm gehört. Riecht da Bier? Ich habe etwas aus Kettenkratz mitgebracht. Bei all dem, was so los ist, könnten wir alle einen Drink vertragen. Außerdem bringt nichts die Leute so zusammen wie ein guter Schluck. Das hat meine Schwester jedenfalls immer gesagt. Du darfst dir gerne was davon nehmen. Ein anderes Mal. Ich muss jetzt gehen. Ich lese dann mal weiter. Pass gut auf dich auf. Sehr nett. Aber es ist lustig, dem Boomer zuzuhören. Gucken wir mal, ob wir jetzt für ihn so einen Roboarm machen können oder sowas. Aloy. Schön, dich zu sehen. Ich schätze, du hast eine Menge Fragen. Ich wurde über den Feind und seine Absichten informiert. Deine Freunde zeigten mir die Vision, die du hier aufbewahrst. Gaia. Und sie erklärten die Umstände bezüglich deines anderen Ichs. Außerdem gaben sie mir diesen Fokus. Er hat einen Fokus, cool. Ich gebe nicht vor, alles komplett zu verstehen. Ich muss nur wissen, wo ich trainieren und wann ich kämpfen muss. Na dann, willkommen im Team. Er weiß nur, dass er töten muss. Joey geht so. Meine Freundin Talana war wohl in der Basis. Konntest du sie kennenlernen? Nur kurz. Wie tapfer, sich mit ihrer Kaja-Rüstung in Tenakt-Gebiet zu wagen. Sie hat Glück, wenn mein Volk sie nicht bei Sichtkontakt erschießt. Sie wird aufpassen. Sie sucht jemanden, der ihre Hilfe benötigen könnte. Derjenige sollte es wert sein, für ihn zu sterben. Was mit deinem Arm? Sie hat Gaia doch gesagt, wir sollen mit ihm reden, wegen dem Arm, oder nicht?
Was siehst du dir da drüben an? Die anderen halfen mir, die Symbole zu entziffern, die der Fokus zeigt. Also habe ich versucht, die Waffe zu verstehen, die du gegen den Feind einsetzen willst. Dieser Hephaestus, ist er in der Lage, Maschinen herzustellen? Die Gaia antworten? Ja. Wie viele? So viele wir brauchen. Solche Macht. Hat die Welt je dergleichen gesehen? Du sagtest, du hast mit dem Fokus trainiert? Das stimmt. Ich habe mir Hologramme deines ersten Kampfs mit den Zenith-Phantomen angesehen. Sie sind schneller und wendiger als alle Maschinen, denen ich je begegnet bin. Wie viele haben die Zenith? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich viele. Denen möchte ich nicht in Massen begegnen. Da bin ich deiner Meinung. Muss seltsam sein, jetzt alles durch einen Fokus zu sehen. Ich kann Maschinen sehen wie nie zuvor. Ihre Stärken und Schwächen werden mir ganz von selbst gezeigt. Unglaublich, dass dieses kleine Ding die vielleicht mächtigste Waffe ist, die ich hier besessen habe. Was hältst du von diesem Ort? Man muss sich erst daran gewöhnen. Ein effizientes Operationszentrum und eine geeignete Trainingsanlage. Es bräuchte etwas mehr Farbe. Zur Kenntnis genommen. Äther aus dem Hain zu locken war ein ziemliches Spektakel. Eins, das dem ganzen Stamm gezeigt hat, dass Hekaros Friedensmission der richtige Weg ist. Denn jetzt ist sie durch die Zehn selbst gesegnet. Jetzt, da du weißt, wer der Feind ist, hast du irgendwelche Fragen? Ich gebe zu, es fällt mir schwer zu begreifen. Aus dem Himmel. Und unverwundbar. Noch. Ich überlasse die Strategie dir. Du wirst meine Klinge einsetzen, wo sie am tiefsten schneidet. Ihr redet manchmal ein bisschen leise, ne? Was hältst du von unserem Trupp? Sie scheinen kampfbereit. Obwohl es seltsam ist, eine Utaru in den Reihen zu sehen. Bauern sind keine effektiven Soldaten. Sie schienen recht effektiv zu sein, als sie die Maschinen besiegte, die diese Basis bewachten. Interessant. Vielleicht irre ich mich. Hast du schon mit Wald sprechen können? Nur kurz. Er hat bei Fahrlicht gut gegen Regalas Truppen gekämpft. Sind alle Nora so geschickt wie ihr beide? Ich bin nicht wirklich eine von ihnen. Aber ja, die Nora können sich verteidigen. Sie haben die Kaja aus ihren Ländereien vertrieben. Ich dachte, mein Stamm wäre der Einzige, der das geschafft hat. Beachtlich. Die Kaja sind auch ganz schön aggressiv immer. Tut es immer noch weh? Mal mehr, mal weniger. Ich versuche nicht dran zu denken. Doch seine Abwesenheit ist mir immer präsent. Es ist schwer zu erklären. Ich kann es kaum verstehen. Nur nachempfinden. Dann gebührt dir mein Dank. Hallo, ich dachte, wir bauen einen Roboarm. Hast du überhaupt mit Erend gesprochen? Ich hatte kaum Gelegenheit dazu. Er hat etwas Bier aus dem Osten mitgebracht. Das Zeug ist so bitter wie Salbestrauch. Man gewöhnt sich dran. Irgendwann. Ich könnte selbst einen Drink vertragen. Erend gibt dir sicher gerne einen Schluck. Wie steht's um die Tenakt? Kann ich gute Himmels klauen? Du sagtest, das Bollwerk war vor langer Zeit deine Heimat. Du warst Teil des Himmelclans. Ja. Mehr willst du mir nicht sagen? Gut, wie du meinst. Meine Eltern wurden bei einem Clankampf getötet, also wuchs ich bei meinem Trupp auf. Als ich älter wurde, machte ich mir einen Namen als fähiger Kämpfer. Tecote war mir besonders zugetan. Ich kämpfte an seiner Seite gegen die Kaja und führte meinen Trupp auf einer gefährlichen Tour in den Schrecken. Ich war es, der von der Ostseite die Tore von Fahrlicht öffnete, sodass die Tenakt es zerstören konnten. Das hätte sicher Aufmerksamkeit verschafft. So ist es. Ich wurde zu Hause begrüßt wie ein Held. Und ich war zufrieden. Warum bist du dann gegangen? Ich wurde zum Marschall.
Wieso hast du den Himmelsklan verlassen, um Marschall zu werden? Ich wurde von Tecote zu den Kulrut entsandt. Damals hätte ich jeden seiner Befehle befolgt. Ich glaubte ihm, wie man einem Vater glaubt. Ich war blind, die Angst in seinen Augen zu sehen. Angst vor einem aufsteigenden jungen Krieger, der die Führung beanspruchen könnte. Ich kam als Held von der Schlacht bei Fahrlich zurück. Doch für ihn war ich nur eine Bedrohung. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass ich kein Interesse hatte, weiter aufzusteigen. Aha. Arschloch. Wieso sah Tecote dich nicht als Bedrohung, wenn er dich zu den Kulrut sandte? Tecote wusste, dass ich, wenn ich die Kulrut überlebte, gezwungen wäre, den Clan zu verlassen und den Tenak zu dienen. Ich hätte seinen Befehl nie anzweifeln dürfen, selbst wenn ich gewollt hätte. Nach unserem Sieg bei Fahrlicht sprach Tecote zu unserem Volk. Es sei egoistisch, Hecaro und den Marschällen einen Krieger wie mich vorzuenthalten, obwohl er genau wusste, dass ich nicht die Absicht hatte, fortzugehen. Es war ein als Ehre getarntes Exil. Eins, das ich nicht ausschlagen konnte. Also wurde ich Marschall und blickte nie zurück. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest. Mir nicht. Obwohl es mich damals schmerzte, war es mein Schicksal, Marschall zu sein. Ist auch besser für ihn gelaufen, anstatt unter so einem Typen zu sein, der ihm gar nicht vertraut. Flügel der Zehen. Als wir beim Bollwerk waren, erwähnten die Wachen etwas von den Flügeln der Zehen. Hecaro erwähnte es auch bei den Kulrut. Und Dekka auch. Was heißt das? Den Visionen nach flogen die Zehen auf großen Metallmaschinen mit Flügeln. Und stürzten sich aus dem Himmel in die Schlacht. Für uns ist es der höchste Ausdruck kämpferischen Mutes, dies nachzumachen. Und deshalb springen die Herausforderer bei der Kulrut in die Arena. Als Kind habe ich mir das oft vorgestellt. Das Gefühl von Freiheit. Und die Ehrfurcht, die es bewirkt haben muss. Ja, Gregor, es haben mich lange vor mich hingeschoben. Jetzt mache ich einfach alles durch und dann muss ich hier nicht mehr in der Base mit denen so viel reden. Wie hat Häuptling Hecaro reagiert, als du ihm sagtest, dass du zu mir stößt? Du hast beim Hain Rebellenblut vergossen und geholfen, die Clans zu einen. Viel mehr musste nicht gesagt werden. Er hat's verstanden. Welch Ehre. Er leiht mir seinen besten Marschall aus. Wenigstens eine Zeit lang. So ist es. Cool. Dankeschön. Ich muss jetzt... Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag es. Das werde ich. Was war jetzt mit dem Plan, den Arm zu reparieren? Warum kam das nicht? So, die beiden machen wir nach der nächsten Hauptquest, würde ich sagen. Wir gönnen uns jetzt Alpollo. Alpollo? Poseidon. Wir gönnen uns jetzt Poseidon, der hier ist. Ach, man sieht die gar nicht aus dem Bunker, die Quests. Okay. Vorne ist so Teleportfeuerchen. Fremde, sieh mich an. Der Schnee. Nö. Ich gehe da lang. Jawohl. Wir dürfen wieder spielen. Ich mach mal Fenster auf. Alpollo war gelöscht. Ja, das war Alpollo war das Wissen der Menschheit. Sorry. Hab nur Poseidon irgendwie nicht im Kopf gehabt. Ah, ich mach kurz Fenster auf. Sekunde. Und dann gibt's wieder Cam. Ich mach jetzt schon an. Hallo. Irgendwo in dieser Welt ist auch die Quest bestimmt wieder für eine OP-Rüstung. So, hier ein bisschen Unterwasser-Gameplay wäre eigentlich cool. Ja, aber Unterwasser-Pfeile oder so klingt ja merkwürdig, ne? Eberhard. Ich habe keine Überbrückungsdaten für diese Maschine. Ich sollte noch mehr Brutstätten erkunden. Komischer Bug, ne? Dass Aloy das immer sagt. Während wir auf dem Ding schon reiten. Rennen? Die klingen definitiv nicht nach Rebellen.
Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen sehr schwer hier rauszulaufen. Den Spuren dieser Reiter zu folgen. Haben wir Tag 1 nicht gesehen. Wie hast du den Gleiter bekommen? Gegner abgenommen. Den hast du Quest. Hat den Gegner als Schild genommen. Ich habe den abgenommen nach dem Kampf. Ich kann die Maschine mit Schockfunktion ausschalten. Vermüster. Rostbrüllrücken. Nee, nee. Alles gut, Schweinchen. Lauf einfach am wilden Tiger vorbei. Ja. So ist fein. Oh, oh. Weiter, 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 weiter. Schreckliches Tal. Viele von den dummen Gegnern. Mal kurz das Lagerfeuer da holen. Akadon. Ich würde dich gerne timeouten, aber du bist. Warum spoilerst du denn irgendwas? Weil ich gesagt, du solltest mir im Chat verraten. Das sollte ich mir mal ansehen. Irgendein Wasseranlage? Die Signalquelle muss ganz nah sein. Der Langhalt sieht beschädigt aus. Das werde ich mir genauer ansehen. Was? Ah ja. Wie sieht auf seine kaputte Ausrüstung aus? Was haben wir hier gemacht? Oh, an den Beinen komme ich bestimmt nicht hoch. Ich muss es anders versuchen. Ja, aber nur mal markiert, Langhals. Sorgen Sie nur für Ärger. Ich sollte mich bedeckt halten. Für den Schädel. Wer hat Apollo gelöscht? Das müssen die Ruinen von Las Vegas sein. Glaube ich. Vor 1000 Jahren. Auf nach Las Vegas, ja. Laut Gaia sollte ich Poseidon hier finden. Aber die Ruinen hier sind der Witterung ausgesetzt. Aber viele sind auch im Sand begraben. Vielleicht liegt Poseidon unter der Erde. Wenn das stimmt, könnte ich einen Weg nach unten durch eine dieser Bauten finden. Okay. Eins der Gebäude hat einen Tunnel. Lauf erstmal in die Richtung, weil das gut. Achso, das sind so Hakenpunkte. Gar nicht gecheckt erst. Die Schaufel habe ich noch nicht geskillt. Könnt ihr denn noch Dinos kontrollieren? Die wurden doch in Teil 1 zerstört, die Dinger. Silence hat das. Ein Schwein schreit. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Alles gut? Ja. Silence hat Hades mitgenommen und die Technologie weitergegeben. Ja. Wäre ganz am Ende von Horizon im DLC, glaube ich, mit Hades nochmal getalkt und mitgenommen. Oder vielleicht vom Grundspiel, was weiß ich. Irgendwie so. Achso, Lagerfeuer. 150 Meter. Let's go. Lagerfeuer aktiviert.
Wie groß ist das Gebiet so? Ja, recht groß. Gehen wir mal in die Richtung zu dem Lagerfeuer und gucken mal, ob wir irgendwo ein Gebäude finden. Ich meine, das da hinten hat sehr viele Dächer. Ich sage einfach, das ist in dem Gebäude, was im höchsten ist. Das Game sieht grafisch sehr Bababubu aus. Ja, das sieht echt sehr Bababubu aus, dem muss ich zustimmen. Ich weiß nicht, ob das gut oder negativ ist, aber ich meine es im guten Sinne. Bis dann, Bauschaum. Bauschaum. Ich weiß nicht, ob ich was Falsches gelesen habe. Aus dem Gebäude fließt Wasser. Ist das Poseidons Werk? Ich schaue mir das an. Jo, Poseidon ist so mächtig, hier tröpfelt ein bisschen. Turm der Tränen. Ausrüstung. Ausrüstung? Was? Was Ausrüstung? Jemand ist hier gewesen. Ah. Nächster wichtiger NPC in 3, 2, 1. Oh, oh, ich hatte sie fast. Ich war so nah dran. Oh, am Ertrinken vielleicht. Nicht an den Glimmern. Morland, es ist vorbei. Nein, nicht für mich. Dann wirst du sterben. Allein. Denn wir bleiben nicht hier, um die Leiche herauszufischen. Wir sind fertig. So stand das Schicksal des Visionärs auf Messers Schneide. Würde er das Leben wählen oder dem tödlichen Wahn unterliegen? Hallo? Also, eine alte Stadt unterm Sand, aber überflutet. Plötzlich taucht eine Nora Speerjungfer auf. Ja, schon gut. Also, ihr seid schon mal keine normalen Stöberer. So viel steht fest. Was ist das? Ich nenne es Tauchblase. Das ist Modell 1. Modell 2 war besser, ist aber stecken geblieben. Der Luftkanal blieb hängen. Du bist getaucht. Damit. Ja, ein Laie versteht wohl kaum was. Das ist ziemlich schlau. Oh, tut mir leid. Nur zur Erinnerung. Du warst eingeklemmt und wärst fast ertrunken. Es müsste natürlich tragbar sein. Hm. Ein Maschinenknie vielleicht? Man braucht einen Filter. Eine synthetische Membran reicht. Mit einem Schlauch zu einer Druckluftkapsel. Hammer und Zahn. Was ist das? Was passiert hier gerade? Komm hier rüber. Sie ist eine Fremde. Wie heißt du? Aloy. Morland. Sie ist keine Fremde mehr. Verdammter Idiot. Na los, ich hab noch die Originalskizzen hier. Oh, warte, vorher habe ich ein paar Fragen. In Ordnung. Partner? Partner? Ignoriere es. Nein, tue ich nicht. Ich frage direkt nach den Freunden. Ihr kommt mir nicht wie normale Stöberer vor. Wir sind gar keine Stöberer. Wir sind Künstler. Wie Darsteller? Eine Nora. Kennt sich mit Kunst natürlich nicht aus. Wir veranstalten Spektakel überall im Anrecht. Stemur erzählt Geschichten und ich ergänze ihn mit Geräuschen und Feuerwerk. Und Evidence, tja. Meckert? Kümmert sich ums Geschäft, was auf selbe hinausläuft. Beim Stöbern suchen wir Sachen für meine Theaterkunst. Genau deshalb ist diese Aktion die allerwichtigste. Wenn es so ein Tüftler ist, dann könnte man eigentlich im Team gebrauchen. Kann ich anstellen. Ja, warum bist du hier? Ich bin hier, weil die Kristalle so schön aussehen. Was da unten ist so wichtig, dass du dein Leben riskierst? Also...
Morland, Beute interessiert mich nicht, okay? Was du da unten findest, gehört dir. Na gut. Was, wenn ich dir sage, dass wir nach den spektakulärsten Schätzen tauchen, die es jemals gab? Ich würde sagen, raus damit. Du bist direkt. Gefällt mir. Sieh her. Ein Glimmer. Ach so, nicht die grünen Steine. Sieht eher wie Schrott aus. Ja, jetzt schon. Aber mit dem richtigen Funken malen diese herrlichen Erzeugnisse der Alten faszinierende Bilder in die Luft. Und die Ruinen unten sind voll davon. Ein unbeschreiblicher Augenschmaus. Genau wie Opa es versprochen hat. Ist es einfach so eine, so ein Scheinwerferlicht-Dingsi? Oder ein Projektor, ja. Und diese Glimmer projizieren Bilder? Gemälde aus Licht. Ja, oder ein Projektor einfach. Ganz unglaublich. Dieser hier zeigte mir die schönste Frau, die ich je sah. Sie lud alle zu einem Buffet mit Hummer und köstlichem Fleisch. Ich habe es als Kind hunderte Male in der Werkstatt meines Opas angesehen. Was ist damit passiert? Mit der Zeit erlöschen sie. Ich weinte, als es bei diesem passierte. Aber unten gibt es viele mehr. Wenn du dort bist, wirst du es sehen, so wie ich und mein Opa vor mir. Wie hat dein Großvater diese Glimmer entdeckt? Er war hier, vor etwa 40 Jahren. Er führte als einer der ersten Stöberer nach Westen. Er entdeckte die alte Stadt um uns herum und drang tief in dieses Gebäude vor. Er fand die Höhle darunter voller strahlender Glimmer. Brachte so viele nach Hause, wie er tragen konnte. Wollte immer hierher zurück und mehr holen, aber er hatte nie genug Scherben dafür. Eigentlich wollte er mit den Glimmern eine Vorstellung geben. Eine, wie sie die Welt noch nie sah. Klingt sehr beeindruckend. Ein echter Stöberer und Künstler. Er fehlt mir. Aber ich werde ihn stolz machen. Ich hole die Glimmer und veranstalte ein Spektakel, das ihn umgehauen hätte. Mit deiner Hilfe, natürlich. Sekunde. Ich besorge die Teile. Dann hole ich mal diese Teile. Im Modell 2 befindet sich eine intakte Druckluftkapsel, aber wie gesagt, es steckt im Schacht fest. Wenn du von dort lebend hochkommen konntest, kann ich runterschwimmen. Okay. Für die anderen Teile könnte sich eine Herde eignen, die Stemmo südlich von hier gesichtet hat. In Ordnung. Gut. Komm zurück, wenn du alles hast. Gute Jagd. Meinst du nicht eher, Bursi, du warst nur ein bisschen am Stöbern? Oh nein, das ist Loot. Erstmal klauen. Das verstaue ich für später. Meine Rüstung upgraden. Oh, besseres. Mehr Verteidigung, warum nicht? Ja, und jetzt von Sonnenflügel-Gott-Dingern. Okay, ja, verstehe. Die kann ich auch upgraden. Trinken tue ich nebenbei. Während die reden, habe ich ja mehr als genug Zeit. Aber danke. Wir würden diesen Ort endlich hinter uns lassen. Tja, zum Glück. Ja, der kann Waffen herstellen? Vermutlich. An die 50 Gäste. Da brauchen wir 3 Dutzend Fässer. Schwarzbier, vielleicht. Nein, nein, für ihn Plünderersaft. Planst du etwa ein Fest? Ich rechne
Morlands Beerdigung durch. Dank dir. Ich war so nah dran. Wir wollten weg. Weg von all diesem Unsinn. Und dann kommst du mit deinem verrückten Vorschlag. Es wird funktionieren. Wollte nur craften. Kommt mir bekannt vor. Handel. Ich bin jederzeit bereit, Geschäfte zu machen. Jo, hat einfach auch Epics. Bolzenschießer. Okay. Was ist das? Was ist das zweite da? Klebeladungen. Stimmt, das haben die mal in dem Gameplay gezeigt, dass es so Klebeelement-Sachen gibt. In dem ersten Gameplay haben die gegen so einen Elefanten gekämpft und dann irgendwie die Beine festgeklebt von dem. Osaram Schlechterin. Okay. War cool, dass du Sachen verkaufst. Ich... Sei so. Und lass uns... So. Questpunkt 2 sagt, ich soll rausgehen, begib dich zur Maschinenherde. Laut okay. Morland müsste die Herde südlich von hier sein. Das ist so eine Drohne, die ich für Gaia brauche. Eine Drohne? Gehört bestimmt zu Cyclops. Okay, wie funktioniert das? Erläutert, ein Netzwerk aus Drohnen entdeckt, dass die den Zustand der regionalen Biosphäre überwachen. Doch, sie sind momentan offline. Holt sie deren Datenmodule zurück, kann sie wieder in dem Display in der Kuppel in der Basis verbinden. Okay. Wenn ich an die Daten komme, kann ich sie mit der Kuppel an der Basis verbinden. Aber wie komme ich da hoch? Indem ich einfach gegen den Sand 100-mal hüpfe. So, jetzt bin ich oben. Und weiter. Ah, es ist gerade durchgerast. Okay, ich muss wahrscheinlich einfach an den höchsten Punkt. Und dann kann ich die Drohne dann aufheben oder so. Die Drohne muss runter, um die Daten abzugreifen. Ich könnte draufspringen. Habe ich gewonnen? Ich muss noch mal gucken, wie das genau... Nein, nein, Aloy, du bist doch schon oben. Okay. Oh, meine Fresse. Jetzt brechen da auch noch Dinge ab von denen. Lass mich doch einfach hoch. Wenn ich jetzt hüpfe, fliegt sie dann weg oder bleibt sie da? Okay, wir warten also einfach, bis sie einmal im Kreis ihre Runden gezogen hat. Das Ganze nochmal. Okay, die bleibt dann immer stehen und macht dann blub. Da ist sie. Oh. Okay, ich verstehe, wann ich drauf springen soll. Jetzt. Du gehörst mir! Hui. Ja, bist du zu schwach? Bin ich zu fett? Geschafft! Blub. Die Drohne ist unten. Ich sollte mir die Daten holen. Aha, und so muss ich 10 solche Drohnen sammeln in der Welt. Ich bin hier nicht zum Plündern, ich bin zum Töten hier. Let's go. Hätte Teilrecht das sogar Sachen abbrechen? Ja, fand ich cool. War das erste Mal, dass es nicht so story-gescriptet ist. Das kommt in mein... So, hier sollte laut Morland die Herde sein. Sie müssen weitergezogen sein. Ich muss ihnen folgen. Ich sollte nach Spuren suchen. Jo, von dem brauche ich Zeug. Rüttenechse. Für Taschen. Ja, gibt's denn, dass die in der Wüste sind? Echsen. Grüngans brauche ich einen lilanen, nicht einen blauen. Achso, ich soll nach Spuren suchen. Aber keine Spuren, das sind Lager, die ich hier sehe. Da sind Spuren.
ich mag auch die sammelbaren Dinge und das Weltdesign und so. Ist alles ultra gut. Ahuihu. Was ist Ahuihu? Nee. Hallo? Suche nach Spuren. Zeig da oben in diesen Kreis rein. Ich sehe überall nur Schweine. Da. Hä? Die Spuren sollten mich zur Herde führen. Ich schwöre, da habe ich gerade 10-mal hingeguckt. Was ist das denn für ein Scam? Ja, ich bin schon lange auf YouTube dabei, aber auf Twitch neu. Was läuft gerade so? Wir spielen den neuen Horizon-Teil, der gestern rauskam und pushen da ein bisschen durch die Story durch. Weil ich dann am 22. Destiny streamen will und danach dann Elden Ring. Aber Elden Ring nehme ich erst für YouTube auf. Ein Sandsturm zieht auf. Das fehlt mir noch. Jo. Das sind die Pläne hier aktuell. Da ist die Herde. Dort sollte ich die benötigten Teile kriegen. Erledige die Brüllrückenherde hier schon wieder. Mehr Maschinen? Um die sollte ich mich zuerst kümmern. Hier habe ich einen Vogels. Erstmal scannen. Okay, jetzt sind nur noch ich und die Herde da. Elden Ring, dein Highlight des Jahres? Ich würde sagen, das Highlight der letzten 6 Jahre für mich. Mindestens. Frost bringt mich hier nicht weiter. Okay, der will Feuer, der Junge. Was hat er für Companions? Irgendwie 2 hässliche Kängurus. Schieße ich normale Pfeile oder warum stirbt der so? Aber ich schieße die teuren Pfeile. Na egal, bleiben wir bei den teuren. Diese synthetische Membran hat die richtige Größe, aber ist zerrissen. Ich nehme eine andere Maschine. Ende war jetzt ein bisschen holprig, aber egal. Au. Komm, töt mich noch, Hühnchen. Hide me. Alle erledigt. Ich sollte nachsehen, ob eine der Maschinen eine intakte Membran hat. Das ging echt gut, ne? Der Sturm bringt eine Sandrute. Die Ult ist halt echt stark. Na toll. Gute Ult. Besonders weil sie Fähigkeitsschaden erhöht und dieses Dreifach-Pfeilschießen ist halt eine Fähigkeit. Aber direkt alles an dem Platz lassen, an dem Jungen. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. So, da war noch ein Teil. Habe ich jetzt alles, was der Junge will? Druckluftkapsel. Aus welchem Baum stammt die Ult? Klub. Jägerin war das. Ja, aber das erste hier. Einfach chilliges Fighten. Wollt ihr irgendwas skillen? Hat ihr irgendwas geplant? Sonst mache ich ballig einfach ein bisschen in... Achso.
jetzt sagt schon keiner mehr was zu Ken, weil ich immer mecker. Ja, sonst hole ich mir im Nahkampf Sachen, weil die brauche ich ja für scheinbar die eine Questreihe. Wenn ich das später machen kann. Oder wie steht's bei der Heilung? Kann ich da noch irgendwas skillen hier unten? Mehr Heilung dabei haben? Diese niedrige Gesundheit-Perks finde ich doof. Ich will ja volles Leben haben, weil niedrige Gesundheit bin ich immer One-Hit. Auf dem Schwierigkeitsgrad. Da sind die echt komplett nutzlos, die Sachen. Bessere Tränke. Leben regenerieren. Heilen durch Schleichen. Gleich weiter skillen ist auch cool. Weniger hörbar, komm. Ich nicht so gerne an die Gegner an. Schwerer sichtbar ist eigentlich auch cool. Ja. Aber was ist erstmal das? Und dann können wir uns später das hier holen, dass wir zwei Pfeile beim Sniperbogen reinlegen. Das ist auch stark. Erstmal die Teile wegrutschen. Komische Schweinchen. Leute, wenn die 10 Minuten weg war, dann klickt einfach unter den Stream. Da ist doch jetzt extra so ein Rückspulknopf. Und guckt einfach nach, was ihr verpasst habt. Wenn da kein gigagroßer Gegner ist, dann habt ihr nichts verpasst. Ja, dieses ständige, habe ich was verpasst, Gefrage ist auch ein bisschen nervig, weil ich werde nicht alle 3 Minuten erwähnen, was wir gerade gemacht haben. Wenn manchmal im Chat Leute darauf antworten, ist super nett. Natürlich, aber ich will es halt die ganze Zeit sehen. Was ist der Knopf? Von mir ist er unter dem Stream, der Knopf. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch schon wieder irgendeine Twitch-Erweiterung. Oder irgendwie. Und bei mir ist unter dem Stream ein Rückspulknopf mittlerweile. So, hey, 2 Minuten zurückspulen steht da. Ist nur ein Test von Twitch, hat noch nicht jeder. Okay. Aber er ist nicht erfunden. So, das Lagerfeuer haben wir. Einfach mit den teuren Pfeilen in die Echsen reinschießen hier. So. Schickt mich irgendwie wieder zu dem Gebäude zurück, ne? Okay. Ja, das springt dann zum VOD-Part vom Stream. Genau. Und dann ist auch wieder ein Knopf, um wieder zurückzukommen. Aber dann kann man da schön in der Zeitleiste rumspulen, wenn man das drückt. Sehr angenehm. Achso, ich muss das hier raustauchen. Ah, ich habe nicht genug aufgepasst, um zu kriegen, dass der da was verloren hatte unten. Achso, doch, wo er ertrunken ist, hat er wahrscheinlich was zurückgelassen. Okay, wie soll man das überleben? Ah. Okay, ich hab die Druckluftkapsel. Ich sollte jetzt alle Teile haben, um das Ding zu bauen. Dann mal zurück. Hallo. Zu Morland. Morland. Wie kann ich dir helfen, Partner? Tageszeit einfach anders. Ich hab die Teile. Ich hab alles Nötige für den Bau der... Der unglaublichen Tauchermaske. Ich glaube, Tauchermaske sollte reichen. Streiten wir nicht. Die Werkbank gehört dir. Sprecht ihr Wort VOD oder Wort aus? Interessiert mich. Ich mach beides irgendwie. Manchmal sage ich VOD, manchmal Wort. Und wir haben das allerletzte Upgrade. Legendär, die Tauchermaske. Spezialausrüstung erhalten. Meine Güte. Ein Wunderwerk. Wenn sie funktioniert, darf ich auch? Ich will nach unten und diese Glimmer holen.
falls ich nicht ertrinke. Und was genau suchst du eigentlich da unten? Ist schwer zu erklären. Etwas, das einen Fehler im Kontrollapparat der alten Stadt verursacht hat, was zur Überflutung führte. Oh, ich dachte, wir waren der Grund. Hätten eine Falle ausgelöst. Ich weiß nicht, wie wir entdeckt wurden. Plötzlich änderten sich die tanzenden Lichter um uns. Zuerst sah man viele Bilder von Frauen, Münzen und von Essen. Dann plötzlich wurden sie nautisch. Wellen, Fisch. Dann kam ein roter Blitz. Das Donnern einströmenden Wassers. Moment, ein roter Blitz? Ein rotes Licht aus der Nähe des Gitters am Boden, wo das Wasser durchschoss, wie ein Signalfeuer. Oder eine Warnung. Danke, das könnte helfen. Das hoffe ich. Viel Glück da unten. Jetzt wird getaucht. Okay. Let's go. Mal sehen, ob das Ding funktioniert. Jetzt habe ich einfach Infinite Luft. Was. Ich kann hier unten tatsächlich atmen. Yo, Wasser ist keine Challenge mehr. Dann tauchen wir nach der Quest zu der Insel rüber. Oder schwimmen rüber. Das ist mein nächstes Goal. Yo, sieht auch noch richtig hübsch aus da unten. Dich zu sein. So tief bin ich noch nie zuvor getaucht. Cool. Yo. Sind zwar keine echten Korallen, aber hübsch. Scheinbar irgendein Meeres. Links. Kann ich jetzt unter Wasser kämpfen? Nein. Okay. Sachen für den Vorrat. In Horizon 3 dann Upgrades fürs Taucherzeug. Flossen und so. Und Unterwasserkampf. Seefahrtslichter. Bestimmt Poseidons Werk. Hübsch. Ich nehme an, die Projektion macht er mit diesen Lichtkugeln, die der andere haben will. Oder es geht echt um irgendwelche so Filme, die auf Kugeln gespeichert sind. Wer weiß. Da könnte es rausgehen. Poseidon ist irgendwo hier. Ich muss dein Versteck finden. Und die Wüste ist unterirdisch, also einfach komplett überflutet. Diesen Maschine. Keine Chance, unter Wasser gegen sie anzugehen. Ein Flutschlitzer? Guck mal, wir haben Nessie gefunden. Oh! Nessie! Ein Beschaffungsding. Okay. Süß. Ich muss vorsichtig sein. Bin einfach direkt durchgeschwommen und es hat mich ignoriert. Der Ort ist riesig. Und alles ist unter einer Kuppel. Naja, ach, das ist die Kuppel in der Wüste. Wo wir die ganze Zeit drüber gelaufen sind. Cool. Aber nur ein bisschen Sand wegwischen und man kann hier drunter gucken und da ist so ein riesiges Meer hier unten, was leuchtet. Irgendwie sieht es hier aber so aus, als würde ich hier gleich zu Fuß rumlaufen, weil hier sind diese Säulen, an denen man sich hochziehen kann. Ich gehe mal hier am Rand lang. Irgendwie ist mir die Strömung ein bisschen zu strong. Hallo, ich muss hier hin, Nessie. Aber vielleicht kann ich mich von denen auch abstoßen? Nee, kann ich nicht. Ich komme nicht dahin. Ich bin ein Poseidon. Vielleicht, wenn ich hoch genug schwimme? Nö. Irgendwas drückt mich die ganze Zeit weg. Wenn es irgendwas ein rotes Licht. Gucken wir mal darüber. Ja, hier ist das Wasser gechillter. Das muss das rote Licht sein, das Morland sah, als das Wasser kam.
Okay, ich darf den aber nicht untersuchen, den Holoprojektor. Aber wir können hier durchschwimmen. Das ist ein Krokodil. Feuer könnte viel Schaden verursachen. Ja, aber unter Wasser mache ich nicht so viel Feuer. Wie cool der Ort ist. Ich verstehe es aber nicht. Meine Quest sagt, ich soll da hin. Backseat Gamer, ihr dürft helfen, wenn ihr wisst, wie ich da hinkomme. Ich meine, das ist ja die erste Quest. Haben ja bestimmt schon ein paar Leute gemacht. Ja, auf der anderen Seite. Die Koordinaten für Poseidon führen dorthin. Ich glaube nicht, dass ich von der Maschine unbemerkt dorthin komme. Ah, danke, Aloy. Hat einfach gehört, dass ich gesagt habe, dass ich Backseat Gaming gerade erlaube. Hä? Hier, was zum Fick? Warum? Warum geht es jetzt? Warnung. Kritische Überflutung erkannt. Automatische Ablaufsteuerung offline. Um ein Notfallablassen auszuführen, müssen die Primär- und Sekundärpumpen manuell zurückgesetzt werden. Das Ablassen kann in der Pumpenwartungsstation ausgelöst werden. Wenn ich das ganze Wasser ablasse, kann ich diese große Maschine auf trockenem Boden bekämpfen. Anscheinend muss ich zuerst ein paar Pumpenknoten zurücksetzen. Die sind bestimmt hier. Danach sollte südlich von hier ein Zugriffspunkt für den ersten Knoten sein. Ja, als ob ich hier lang muss. Mehr Maschinen. Die einzige Richtung. Ich muss in Deckung um sie herumschwimmen. Da ist der Zugriffspunkt. Sollte mich zum Pumpenknoten führen. Perfekt. Es muss hier unten ein ganzes Netzwerk dieser Tunnel geben. Wasserleitungen für eine ganze Stadt. Weil nicht, wie der richtige Weg einfach markiert ist, so ein bisschen. Ne, das ist zu niedrig. Ah, das, ne. Die erste Pumpknopf. Ich komme von hier nicht an den Vorsprung. Vielleicht kann ich irgendwie rausklettern. Also eigentlich solltest du dich hier überall festhalten können, Aloy, aber... Okay. Looten, dann hier hoch und hier sollte ich rauskommen. Ja. Ja, aber tauchen ist cool bisher. Auch sehr schön, dass es kein Kämpfen unter Wasser gibt. Guck mal, das kann ich nur machen, weil ich die dritte Quest zuerst gemacht habe. Nee, war die dritte Quest die Blumen? Oder war das das Sprengen? Die dritte Quest war die Blumen. Blumen musste ich noch gar nicht wegmachen bisher gefühlt. Danke, Trojaner. Ventil öffnen. So, ein Knoten weniger. Ich schwimme besser hoch und finde den Zugriffspunkt für den zweiten Knoten. Ich guck mal noch, ob da irgendwas dahinter war. Und immerhin haben wir ein Gebiet geöffnet gerade. Nö. Okay. Dann rein da. Passt. Blumen habe ich bekommen, wo ich Geier bekommen habe? Ja. Ich habe nur die Blumen mit den Blumen verwechselt. Es gibt andere Blumen noch, die ich kaputt machen kann. Der Knoten auf der anderen Seite der Kuppel sein. Mal hier kurz ins Gebäude rein, damit mich der riesige Alligator nicht schnappt. Mach gleich Mochi. Richtiger Luxus. Machen wir ein paar mit. Nehme ich auch. Ich riskiere einfach. Wenn ich gesehen werde, ist lustiger. Noch ein Zugriffspunkt. Sollte mich zum zweiten Knoten bringen.
Ja, scheinbar ist alles chill. Yep. War aber knapp. Ich habe kein kaputtes Welcome to Vegas Schild gesehen beim Spielen. Okay, da ist eine Leiter. Wieso fahren Leute mit lauter Musik in ihrem Auto? Ich habe das jetzt einfach hier in meinem Zimmer gehört, dass jemand unten bei der Straße mit lauter Musik in seinem Auto gefahren ist. Was ist denn los mit den Leuten? Einfach Fenster zu, Junge. Musst du nicht dein Trommelfell zerstören, um Spaß zu haben? Vielleicht drücken die Trümmer es runter. Warte, Trümmer drückt es runter. Okay, mach die Trümmer weg. Ja, an die Leiter. Ja, an die Leiter. Ja, an die Leiter. Warte, nochmal außen rum. Ja, an die Leiter. Ja, an die Leiter. Ella, gleich hast du die Leiter. Oh. Hock. Die Trümmer. Die Trümmer. Ach, da. Ich hab gesehen, da ist so ein rotes Zeug. Ja. Ja, beim Umfeld kann man laut Musik hören können, das ist alles schön. Nein, nichts gegen. Aber es gibt halt nicht so viele. Dann sollte man nicht einfach seine Nachbarn oder andere Leute oder auf der Straße oder überhaupt Leute nerven. Ich habe mich um beide Knoten gekümmert. Jetzt muss ich nur das Notfallablassen in der Wartungsstation auslösen. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Leitern braucht. Hab mich auch gerade gewundert, Hega. Der Karte nach sollte die Wartungsstation am südlichsten Ende der Kuppel sein. Ja, die haben wir ja gesehen. Rokotheim? Wie weiß, dass ich hier unten bin? Rokotheim! Okay, er ist irgendwo abgeprallt. Rotes Licht in dem Turm. So wie bei der Konsole vorhin. Könnte die Wartungsstation sein. Hä? Aber wovon redest du, Aloy? Wie komme ich rein? Von welchem Gebäude redest du, Aloy? Anscheinend ist dieses Gebäude zum Teil eingestürzt. Okay, danke, Aloy. Ich habe alles gesehen, wovon du redest. Yo, guck mal, wir können unsere Rüstung upgraden. Das war der gute Grünglanz. Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. Ich muss eine Konsole für das Notfallablassen finden. Wie gut es aussieht. Das ist ja Unterwasseranimation. Auch wenn unter Wasser was aufbrechen eigentlich... Ich würde sagen, das ist unmöglich. Außer man stützt sich überall gegen. Hat jetzt hier nur an dem Speer abgestützt. Hat sich einfach nur selber weggedrückt. Stimmt, jetzt kann sie unter Wasser reden. Jetzt gibt es nichts mehr, was ihre Dialoge stoppt. Unser Geheimtrick funktioniert nicht mehr. Hallo, Timbel. Sieht vielversprechend aus. Hier drin sollte eine Konsole sein. Aber Aloy ist ja eh superhuman. Den Argot. Dann lieg ich mal trocken. Wassermarsch.
Stück. Nerven die Dialoge denn? Es nervt halt, dass sie einem alles vorsagt. Jetzt kann ich mich um die Maschine kümmern, die die Tür am anderen Ende der Kuppel bewacht. Und sobald ich an der vorbei bin, komme ich zu dem, was mich auf der anderen Seite der Tür erwartet. Poseidon. Man will so ein bisschen noch das selber rätseln dürfen. Nicht alles Wasser entfernt. Also sie sagt halt immer sofort, wo die Eingänge und Türen und sonst was sind, bevor man überhaupt eine Sekunde geguckt hat. Also entweder würde ich gerne einen Timer anbauen, so ein hey, sag mir bitte nach 30 Sekunden erst Bescheid oder so. Oder so eine Option ist einfach auszumachen, ihre Gameplay-Tipps. Genauso wie wenn man gegen irgendeinen Gegner kämpft und ein NPC dabei ist, der die ganze Zeit sagt, probier's mit Feuer! Probier's mit Feuer! Probier's mit Feuer! Hast du schon Treffen versucht? Probier's mit Feuer! Ja, genau die richtige Stelle! Probier's mit Feuer! Und das ist so, ja, ich will gerade kein Feuer einsetzen. Lass mich einfach. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Boah, sieht ohne Wasser auch cool aus, das Gebiet. Jetzt dürfen wir Nessie bekämpfen. Das Ablassen hat diese Maschinen zurückgelassen. Ich kann mich ranschleichen und mir zuerst die große vornehmen. Bleib doch stehen. Was hat er mich überhaupt gesehen? Ach, da hinten ist ein Rorodol. Hier ist auch irgendwas. Jo, was überlebst du denn, Junge? Und er schießt aber Plasma. Was bist du? Normaler Aufbürger, okay. Krokodil ist immer noch verwirrt. Wie lustig das läuft. Cooles Kroko. Ich wollte gerade sagen, wenn es Kroko nicht will, gehe ich halt. Aber jetzt steht es auf einmal da so. Haha. Weil die ganze Zeit nur auf uns den Kampf gewartet. Platten am Rücken waren extra gut. Das habe ich mir gemerkt. Habe ich den Bogen eigentlich schon geupgradet auf Maximum? Habe ich den zweiten Sockel belegt? Ja, habe ich, glaube ich. Aua. Heilen. Du springst schon wieder und dann schreist du auf einmal nur. Treffer noch? Jawohl. Nein. Das blaue, du. Nächste Schwäche war der Hals oder so, ne? Gen. Ja. Das Spiel mit dem Krokodil. Kriegt die Teile überhaupt oder gehen die kaputt? Ich weiß es nicht. Ah doch, das ist so eine Kapsel, die ich runtergeschossen habe. Genau. Oh ne, hier liegen sie. Das sind meine Blutkapseln, ja. Wollte ich da hoch? Ich weiß es nicht. Da
Das dämpft den Fall. So, und da müsste die Nessie-Arena sein. Okay. Poseidon ist dort entlang. Aber wo ist die Maschine? Aloy! Welch ein Wunder! Komm schon. Hey, warst du das? Hast du das Wasser gesehen? Ja, aber es gibt ein neues Problem. Das Ding ist uns im Weg. Ja, es wird schwierig werden, so an die Glimmer zu kommen. Als die rauflustigen Abenteurer die Bestie sahen, wussten sie, was zu tun war. Was? Bist du verrückt? Sei still. Sie hat uns gerettet. Also gut. Bleibt hier und feuert, wenn ich angreife. Attacke! Yo. Voll der Häcksler im Mund. Cthulhu. Auf Position. Auf zu dem Überhang. Okay, was wollen wir bei dir abtrennen? Ich war zwar vorhin einmal schon drin, aber ich habe nicht so geguckt. Du bist schwach gegen Frost und Schock. Ja, okay, als Wasserding, ne? Also frieren wir dich ein. Okay, und dann machen wir... Das sind generelle Drops. Deine Lungen kaputt? Aber das ist ja auch ein Load. Ne, den Schweif einfach nur eigentlich. Schweif und Rückenturbine klingt gut. Ja, und dann die anderen Teile, die leuchten. Wie viel Ult habe ich? Noch nicht voll. Okay, schade. Okay, dann machen wir das jetzt hier von Pfeile. Weil die sind besser einzusetzen. Aua. Einfach Belly Flop auf mich drauf. Nee, hat mich nicht getroffen. Wofür auch immer du so einen Ventilator da drin hast. Oh, Doppelflip. Okay. Ich dachte, es war nur ein Angriff und dann kam gegen mich auf einmal weiter. Was auch immer du brauchst. Nein. Oh Gott, vorbeigeschossen? Ja. Sehr schön. Die hier war nur markiert, ne? Generell Loot. Die auch schön einfach angreifbar. Den Boden reingebissen. Oh, wenn ich da Schockschaden hätte. Ich habe noch keine. Habe ich Schockpfeile? Okay, Schockpfeile. Ich habe scheinbar einen Schockbogen. Auch nicht stark. Wenn ich jetzt auf den Po treffe, sollte ich eigentlich gut Schaden machen. Ah. Ja, das soll gleich explodieren. Ha! Weil Nessie ist gelähmt. Hält aber komplett. Ich sollte auf irgendwas gehen, was Schaden kriegt. Hallo? Scan Nessie. Ich drück den Knopf so lange, Junge. Danke, das will ich angreifen. Ich hab so die Chance nicht genutzt. Hätte es so abtrennen können. Hast du noch gelernt? Du jetzt nicht mehr. Nessie kann sich auch nicht entscheiden. Aber Nessie hat noch, glaube ich. Ja, Nessie hat noch mehr als genug von den Schockdingern. Nessie wird weggemobbt.
Ach, du kannst... So Druckwellenangriffe mag ich tatsächlich nicht so, wenn man die nicht gut sieht, aber jetzt weiß ich's ja. Okay, und durchrollen geht auch nicht. Wieder was gelernt. Kein Schweifhieb hinterher? Okay. Jetzt? Jetzt. Okay. Bringe das Gesicht vielleicht kaputt. Oder sie platzt. So, rechte Seite vom Gesicht. Die rührt. Jawohl. Erledigt. Kaputt. Aloy! Du hast es geschafft! Danke, Chat. Ach, warum sind die ganzen Roboter im Spiel so cool? Und die kann man ja alle unendlich oft bekämpfen. Ist aber nochmal besser. Niederschlagskraft 15%. Oh, cool. Ich glaube, es gab eben eine Waffe, die einfach schlägt. Dieser Seilwerfer da. Der ist dafür echt gut dann. Ja, die haben scheinbar den Random-Faktor von den Geweben entfernt. Beim ersten Teil waren, glaube ich, immer dieselben Gewebe, trotzdem unterschiedlich von den Stats so ein bisschen. Musste man die so ein bisschen grinden, dass man da die guten hatte. Geht es allen gut? Danke, danke. Kleine Raufereien sind gut fürs Gemüt. Ah, da haben wir noch was abgetrennt. Ah, die Flosse. Sehr schön. Nessie, tot. Geht es euch gut? Mehr als nur gut, das... Du... Wir haben's geschafft! All die Glimmer, die wir uns nur wünschen konnten. Und das alles dank dir. Wirklich... rührend. Aber wir können uns einfach... Also, schnappen, wofür wir hier sind, und abhauen, bevor noch mehr von den Dingern auftauchen. Hey, hey, Scherbenzähler. Man wird sich wohl noch freuen dürfen. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu erledigen, nicht wahr? Oh, stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Ab hier komme ich alleine klar. In Ordnung. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Ruf, wenn du uns brauchst. Danke. Danke. Dann holen wir uns mal den Poseidis. Aber meine Vermutung war richtig, dass es hier die Wasserfähigkeit gibt. Aber er gibt ja Sinn bei Poseidon. Oh, wie cool. Kann ich den mitnehmen? In meine Base? Will er in den Tempel hier rein? Mir egal, ob es der richtige ist. Okay, hier ist falsch. Ich glaube, da sind wir vorhin durchgeschwommen. In den Poseidon. Ah, das war der Rückweg. Wir sollen wirklich ins Wasser. Mit Stil. Das erste von vielen Wundern. Und er trug den kostbaren Schatz so, als sei er der ewige Funke der... Diese Geschichtenoper einfach. Okay, gruselige Geräusche hier. Zeit, ihn nach Hause zu bringen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie sehr wenig Charakter haben, diese KIs. Ich hätte mit wesentlich mehr Emotionen gerechnet, aber die meisten haben gar nicht sprechen gelernt, also... Ne, das sind ja nur Unterfunktionen. Die waren ja nie darauf ausgelegt zu reden. Aber trotzdem. Hades hatte auch cool Charakter und so. Ja, die meisten haben auch... Der hat auch nur gestammelt irgendwie. Poseidon sollte sich in einer Art Prozessor verstecken. Ich brauche eine Konsole, um Zugriff zu erhalten. Da. Die Konsole sollte ich nutzen können. Jetzt mal das hier mitnehmen. Dann den Loot hier mitnehmen. Das mitnehmen. Und Poseidos. Ich will dich nach Hause bringen, Poseidon. Sag dein Wort. Zu Gaia. Ja. Mutter. Alle Wasser. Führen zu ihr zurück. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Wasserüberbrückung aktivieren. Stelle Originalcode für Poseidon Unterfunktion wieder her. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Wir haben alle.
funktionieren richtig fleißig. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem neu gestartet. Jetzt haben wir entweder erst Hephaistos. Und seine Crew sind bestimmt wieder oben. Mit allen Würmern, die sie tragen können, wette ich. Jo, sind am Leuchten hier. Cool. Ach, die Lichter wurden wieder umgeleitet von den Wassersachen in die Gebäude wieder rein. Einfach Las Vegas, ja. Was gäbe ich für eine Dick kühle Brise? Kühle Brise, nachdem du hier im Wasser gerade unterwegs warst? Ich glaube nicht, dass es hier unten sehr warm ist. Ich glaube, das ist der Dialog von oben, von der Wüste. Ja. Tanzenden Lichter. Ich glaube, das haben die angezündet, die Fackeln. Sonst bin ich sehr verwirrt. Fancy. Volles coole Gebiet. Morland muss ihn vor der Überflutung gebaut haben. Geht vielleicht doch. Wäre schön, nicht klettern zu müssen. Nehme ich. Prozent schaffen wir nicht, bis die anderen Spiele erscheinen. Also generell ja, aber nicht jetzt. Was sie getan hat, es hat die ganze Stadt zum Laufen gebracht. Als ob da draußen alles leuchtet. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen gruselig, aber erstmal Bogen upgraden. Sniper Stufe 2. Ja. Kleidung geht nicht, ne? Nee. Jetzt kann ich hier noch eine Spule anbringen. Nee, am Bogen. Ja, Sniper, Sniper, Sniper. Zweiter Platz. Tarnschaden, plus 25%. Ja, warum nicht? Wie viel hat das alles gekostet? Let's go. Ah, die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern, zu Tränen gerührt. Ah. Als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich hab mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und Glücksspiel. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspiele, da stecken jede Menge Scherben drin. Die bauen einfach Vegas wieder auf. Let's go. Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Lebt wohl, meine Herren. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir.
Wenn Morland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber zuerst sollte ich das Osaram-Lager suchen und nach Talana sehen. Mit meiner neuen Tauchermaske kann ich so tief runter, wie ich will. Wie zu den tiefen Wasserstellen, die ich entdeckt habe. Ach Mann. Das ist schon echt cool, das Spiel. Ja, es gibt legendäre Rüstung. Waffen bestimmt auch. Endlich Lachsgräten. Turm der Tränen. Ich dachte, wir mal ja schon von Ewigkeiten wegsehen. Gibst du dir den neuen Elden Ring-Content nach dem Stream? Nee, ich würde mir gar nichts davon angucken. Ich wurde ja selber zu dem Event eingeladen und habe abgelehnt, das zu spielen. Weil ich mir das nicht spoilern will. Ich spoilere mir doch nicht irgendwie ein paar Tage vor Release das Spiel. Nee. Du! Lass dich mal ansehen, Fremde. Der Netzwerktest ist für mich noch ultra interessant, weil wenn ich jetzt das richtige Spiel dann einmal spiele, dann kann ich gucken, was anders ist. Ich weiß, dass Vati dazu ein Video gemacht hat, aber das habe ich natürlich auch nicht angeguckt. Das will ich alles dann beim selber Spielen sehen. Auch wenn es nur kleine Sachen sind. Mir egal, das freut mich alles. Die Basis. Das heißt auf jeden Fall, Wunder bin ich. Willkommen zurück, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Poseidon. Rein damit! So, Wetter, Pflanzen und Aloy. Wasser. Mit der Beschaffung von Äther, Poseidon und Demeter hat sich meine heuristische Prozessordichte stark verbessert. Ich sollte nun Hephaestus absorbieren können. Und wir haben bei dem Vorhaben, es aufzunehmen, Fortschritte gemacht. Auf Vals Anregung hat Beta alle erhältlichen Informationen zu Hephaestus analysiert. Seine Expansion ist gewaltig. Es ist zu groß, um es zu beamen, und der Kern, den du benutzt hast, könnte es nicht halten. Deshalb muss es an einem Standort mit direktem Kontakt zu mir bleiben. Einem Ort mit zwei Datenkernen. Zwei Kernen? Wo sollen wir so einen Ort finden? Gemini. Gemini, bitte. Eine verlassene Brutstätte in der Wüste westlich von hier. Seismische Aktivität hat die ursprüngliche Konstruktion zertrennt. Deswegen wurden zwei Datenkerne gebaut. Da war ich schon. Die Tenakt markierten den Eingang als eine Art rituellen Ort. Wir müssen dich selbst hinbringen. Ich habe ein geeignetes, doch leicht sperriges Transportmittel entworfen. Um es zu Gemini zu tragen, brauchen wir zwei Leute. Ich kann helfen. Wenn ich auf dem ersten Kern installiert bin, locke ich Hephaestus auf den anderen und stelle ihn so. Dann initiiere ich die Vereinigung. Aber für den Bau dieser Vorrichtung werde ich eure Hilfe benötigen. Kannst du es bauen? Ich denke, ich könnte, aber es wird nicht klappen. Die Zeniths werden dich finden. Minerva wird deinen Standort nicht verbergen können. Das ist korrekt. Hephaestus zu absorbieren wird einen starken Stromstoß erzeugen, der von jedem, der dazu fähig ist, bemerkt werden kann. Was, wenn wir mit mehreren Stromstößen, die Zeniths in das Licht führen? Wenn Aaron, Zoe und Kotalo sich zu anderen Brutstätten begeben und eigene Stromstöße schaffen, würde das den bei Gemini kaschieren? Analysiere. Solch eine Taktik könnte effektiv sein,
Mit Betas Hilfe sollten wir ein paar leichte Impulsgeneratoren bauen können. Ich hab doch gesagt, es wird nicht klappen. Ich hab's getestet. Hephaestus hat Alpha-Freigabe aus dem Zugangsmodul entfernt. Du wirst ihn niemals fassen können. Dann brauchen wir ein höheres Freigabelevel. Aber es gibt kein... Cadferus Omega-Freigabe, die er zur Säuberung der Apollo-Datenbank und Tötung der Alphas benutzt hat. Doch um sie zu kriegen, musst du Theben finden. Den geheimen Bunker, in den er sich zurückzog, als die Welt endete. Und niemand weiß, wo er ist, nicht einmal die Zeniths. Laut ihrer einzigen Info war er in San Francisco. Mehr brauche ich vielleicht nicht. Alva, die Quinn-Wahrsagerin, sagte, ihre Leute hätten bei Landfall eine Basis gebaut. Sie suchten von dort aus nach Daten in San Francisco. Sie kann uns vielleicht helfen. Dann mache ich mich wohl auf den Weg nach Westen. Wenn ich weg bin, kannst du das Transportmittel und den Impulsgenerator bauen? Ich versuch's. Ich sehe zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Mensch, Beta. Laut Alva haben die Quen an der Küste eine Fähre, mit der sie zu den Ruinen von San Francisco fahren. Da muss ich hin. Okay, vielleicht muss ich dann mit einem mit Boot auf es die Insel. Es ist mir gelungen, einen weiteren Raum bei den Servern zu öffnen. Danke, alles Gaia. Klar. Will hier aber kurz was abgeben. Na also, mehr Daten für die Kuppel. Was passiert jetzt? Ist das alles oder? Hervorragende Wahl. Okay, das ist schon echt cool, diese Drohnen zu holen. Das sieht echt gut aus. Kann ich auch Tag und Nacht einstellen? Nee. Ja, cool, dass man von den ganzen verschiedenen Gebieten dann sich einfach hier so einen Ort erschaffen lassen kann. Viel schöner als diese dunkle Kammer. Ist das Gespräch jetzt auch so hell? Müsste ja. Gaia? 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 Okay, Gaia ist Rain Afka. Hallo? Das hat sich einfach wieder ausgemacht. Toll. Dann gucken wir erstmal, welche Türen sie geöffnet hat. Dieser Fokus will mich umbringen. Du hättest unten bestimmt. Unten mal direkt neben dem Eingang, genau. So, wir haben jetzt die Tür. Das war die, die zu den Batterien geführt hat. Die hier aufgehört hat. Genau. Und jetzt einfach wieder eine Batterie snacke und nochmal gucke, wo die, ob die ich jetzt die wohin bringen kann. Abendquest für den Krieger können wir auch gleich gucken. Ich habe die zwei Quests gemacht, die ich machen wollte, auf jeden Fall. Nee, nix, hallo. Da ist die neue Tür, ja. Was war das für ein Raum, Gaia? Das war als Diagnosezentrum für die Maschinenaktivitäten unten in der Werkstatt gedacht. Anscheinend wurde ein Großteil der Ausrüstung beschädigt. Wohl durch Minervas Kontrolle über die Anlage. Sie hat sich sehr bemüht, mich auszusperren. Hier könnte eine Energiezelle reinpassen. Ja, Mensch. Okay, die Konsole hat jetzt Strom. Der Tresor. Ist das ein weiterer Raum in der Anlage? Was? Was für Tresor? Diesen Daten zufolge hat Hephaestus versucht, sich in die Werkstatt zu hacken. Scheint ihm nicht geglückt zu sein. Und labert Aloy von einem Tresor? Was habe ich jetzt von diesem Raum?
Die Info, dass Hephaestus sich hier reinhacken wollte und es nicht geschafft hat? Zwecklos. Die Tür ist zu, bis Gaia den Zugang wiederherstellt. Hm. Boah, hier ist nichts. Ja, bei den Schlafplätzen sind mehr Leute. Haben sich mehr Leute eingerichtet. Hier gibt es bestimmt noch irgendwelche Secrets in der Base, die ich nicht check. Da hier sind mittlerweile Pflanzen überall. Hier stehen viel mehr Möbel. Was? Kannst du laufen? Aber nach Spaß. Der hat eine Quest jetzt, das ist schön. Die Energiezelle unten einzustecken, hat diese Hologramme eingeschaltet. Die hier? Ah, wir haben die Basis mit mehr Strom versorgt. Ja, hier ist der andere Typ, den wir getroffen haben, eingezogen in das Ding. Und Ehren ist da drüben. Und hier haben wir noch zwei Stück frei. Eins wird die Quen-Prinzessin und das letzte weiß ich nicht. Ich kenne die Freunde von Aloy nicht. Ja, guck mal, wir haben ja auch so eine Anzeige, welche wir gesammelt haben bisher. Das ist cool. In jeder Raum ist einem Symbole zugeteilt? Nee, auch nicht unbedingt. Und mein Zimmer ist wesentlich mehr eingeräumt. Ich weiß nicht, wie das passiert, während ich unterwegs bin. Na cool, ich habe eine kleine Raptor-Statue. Ich kann das Messer auf einmal nochmal angucken. Als ich Hekaro traf, hielt ich ihn für einen blutrünstigen Kriegsherrn. Aber Verschärf hatte recht. Hekaro will Frieden. Das wird nicht einfach. Aber mit den neuen Marschällen wird seine Vision vielleicht wahr. Und was steht bei meinem Speer? Baal meinte es gut, als er Rost erwähnte. Es ist nur schwer, mit jemandem über ihn zu reden. Mit allem, was passiert, ist es leichter, die Erinnerungen ruhen zu lassen. Zumindest fürs Erste. Sie packt ja oft Kram im Vorrat, wenn der Rucksack voll ist. Da landet es also alles. Ja, ich geb's zu. Beta ist frustrierend. Ich verstehe nicht, wie sie immer so negativ sein kann. Ich meine, wir sind einfach für den ganzen Chat. Derselben Frau. Und trotzdem ist sie Elisabeth überhaupt nicht ähnlich. Wie viele Punkte, dass Beta sich am Ende für irgendwas opfert, damit wir unsere Mission erfüllen können und sie stirbt dabei? Wie das wohl ist, im Weltall zu sein. Es klingt sehr einsam, wenn du mich... Ja. So, mit denen wollte ich noch reden. Muss ich eh... Aber erstmal Ehren fertig machen. Habe ich was von einer Reise nach Westen gehört? Wir brauchen noch eine Sache, bevor wir Hephaestus kriegen können. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Wie läuft dein Training? Du hast dich bestimmt schon an den Fokus gewöhnt. Ich kann die Schwachstellen der Maschinen treffen. Das ist doch schon mal was. Ich wünschte, mit den anderen Daten wäre es auch so leicht. Ganz ehrlich, die Hälfte der Daten ist nur schwer zu verstehen. Und die andere Hälfte erinnert mich nur daran, dass es bei dem Kampf nicht reicht, einen Hammer zu schwingen. Dabei kann ich das so gut. Aber hey, ich muss einfach noch mehr lernen, ne? Mich nützlich machen. Hab Geduld. Ja, du kriegst doch irgendwie ein Feuer- und Blitzhammer und dann kannst du alles. Hast du interessante Daten gefunden? Ich habe Gaia gebeten, mir etwas zum Anschauen zu besorgen. Und sie hat die Mutter aller Schmieden gefunden. Sie nannten sie Sport. Es stellte sich heraus, dass die Alten einander dauernd umrannten oder schlugen und Punkte sammelten. Es waren Spiele. Etwas salziges Essen, frisches Bier und das halbe Anrecht würde zuschauen wollen. Natürlich feiert er das. Gibt es was Neues, das ich wissen sollte? Wir sollen so helfen, mehr Pflanzen herzubringen. Offenbar nicht, um sie zu essen. Wenn man mich fragt, mir gefällt es auch so hier. Metall ist schlicht, aber stark. Das ist doch in Ordnung. Wer braucht das Grünzeug denn? Wie läuft's mit Kotalo? Immer noch Angst vor ihm? Oh, sie denkt, sie ist witzig. Tatsächlich habe ich Streit mit ihm gespielt. Ich musste mir viel von der Unterhaltung selbst zusammenreimen.
aber ich lebe noch. Schön zu hören. Ja, Streit will ich nicht spielen. Ich muss jetzt weiter. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Aber brauchst du sicher keine Hilfe? Gaia hat den anderen Stamm erwähnt, den du gefunden hast. Die Quen. Sie klingen echt fies. Ich komme mit ihnen klar. In der Zwischenzeit bereitet Val dich auf den nächsten Schritt vor. Pass auf dich auf, Aloy. So. Voll cool, wie das alles hier so langsam wird, ne? Die ganzen Hologramme hier, es ist auch nochmal gemütlicher geworden. So gemütlich, dass ich aufs Klo gehe. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Nicht beigebracht, wenn mir dein Gesang nicht gefallen würde. Bis gleich. Dir gefällt also, wie ich Utaru-Musik verhunze? Also mir nicht. Du klingst wie ein sterbendes Langbein. Wie kann alles nach Hühnchen schmecken? Malten gern winzige Soldaten an? Findet ihr nicht auch, dass die Alten komisch aussahen? Wie komisch. Ihre Kleidung ist seltsam, so eng. Du hast ausnahmsweise recht. Im Kampf würde das in Fetzen gerissen werden. Sie haben sich wohl nicht so viel bewegt. Habe ich das schon mal gesehen? Ist es. Die Alten haben mit ihren Fokussen anscheinend alle Arten von Nachrichten verschickt. In die ganze Welt. Wann immer sie wollten. Warte. Kein Wo ist Zombie, während ich weg bin? Es wäre nicht so gut, wenn meine Tante Alga wüsste, dass sie immer mit mir reden kann.